bin unterwegs zu einem besonderen Waisenhaus. Ranga. Abdi, nice Hallo, to meet Abdi. You. Yeah, you are the guy. Abdi ist Pfleger in einem Waisenhaus für Elefanten. Very good. Yes, you're welcome. Yes. So I'll take you around. I already heard something. Yeah. Yeah. Und die wollen gefüttert werden. So it's time to feed them. Ah. Das ist Tano. Tano. Das ist Tano. 2 Jahre alt. Sie bekommt 6 Liter Milchersatz. Und das alle 3 Stunden. Den Elefanten in Afrika geht es nicht gut. Diese Säuglinge sind die vielleicht letzte Generation. Das ist der jüngste Neuzugang, Kitaka. Wir sind die Mamas für die Elefantenkinder. Jeder Elefant hat seinen eigenen Pfleger, der bei ihm schläft. Die brauchen rund um die Uhr Liebe, Schutz und Wärme. Durch das Pusten in den Rüssel lernt mich der Elefant kennen. Er wird sich auch in Jahrzehnten noch an dich erinnern. Kitaka ist 3 Monate jung und liebt Rüsselmassage. In Begleitung von Ersatzmama Abdi bin ich willkommen. Das ist nicht selbstverständlich. Denn eines haben diese Waisen alle gemeinsam. Der Mensch war ihr größter Albtraum. Viele mussten ansehen, wie Wilderer ihre ganze Familie ermordet haben. Damit ein Elefant das überlebt, braucht er mehr als Schutz und Fressen. Er braucht Aufmerksamkeit und Ablenkung. Eine Familie. Rund um die Uhr. Für sie ist das ein Spiel, aber dir kann es wehtun. Die sind stärker als du. Die Elefanten, die lieben es in der Tat, Fußball zu spielen. Und das hier ist der FC Elephantasia. Und ich fühle mich jetzt so wie der Yogi Löw. Komm her. Was hier passiert, ist mehr als Fußball. Es ist Therapie. Lange Zeit war es nicht möglich, verwaiste Jungtiere am Leben zu erhalten. Ohne Muttermilch sterben die Kleinen. Es brauchte Jahre, bis eine spezielle Milchmischung entwickelt war. Und davon trinken diese Säuglinge 50 Liter am Tag.
kaum zu glauben, dass diese Elefanten außerhalb des Waisenhauses gehasst und gefürchtet werden. Und voll tanken einmal. Wie ein Koloss aus einer anderen Zeit zieht er seit Jahrmillionen auf uralten Wegen. 4 Meter hoch, bis zu 7 Tonnen schwer, mit den gewaltigsten Waffen des Tierreichs. Im Wechsel von Regen und Dürre wandern sie, auf der Suche nach Nahrung. Aber diese Zeit ist vorbei. Denn wo früher ihre Wanderwege waren, sind jetzt Felder, Zäune und Dörfer. Der Elefant ist sanftmütig, kennt aber weder Besitz noch Grenzen. Er sucht Nahrung und verwüstet dabei ganze Landstriche. Zusammenstöße mit Menschen enden oft tödlich. In der Heimat von Abdi ist der Elefant ein Todfeind. Die Menschen haben Angst. Sie versuchen, ihre Felder zu schützen. Mit aggressiven Bienenschwärmen oder Rauchbomben. Wo das nicht gelingt, ziehen sie in den Kampf. Wie ihre Vorfahren mit Giftpfeilen. Ein toter Elefant ist ein begehrtes Objekt. Er bedeutet Vorräte für Wochen. Für die Menschen geht es nicht ums Elfenbein, sondern ums Fleisch. Angst und Armut treibt die Menschen in einen gefährlichen Kampf, bei dem jede Hilfe willkommen ist, auch die von Elfenbeinjägern. Letztes Jahr starben rund um den Nationalpark 56 Menschen durch Elefanten und 299 Elefanten durch Wilderei. Am nächsten Morgen treffe ich Richard Moller, den Wildereiexperten der Sheldrick Foundation. Sein Team jagt Wilderer und greift ein, wenn Konflikte drohen. Sie schützen die Menschen vor den Elefanten und umgekehrt. Nationalpark, so groß wie Sizilien. Er ist einer der letzten Rückzugsgebiete der Elefanten. Täglich macht Richard Kontrollflüge und steht in ständigem Kontakt mit dem Bodenteam. Die Spuren des Menschen sind auch in den hintersten Winkeln noch allgegenwärtig. Der Mensch breitet sich aus und der Elefant muss weichen. Hier geht es für viele Menschen ums nackte Überleben. Wer unter solchen Bedingungen mit dem Tod des Feindes Elefant noch Geld verdienen kann, zögert nicht lange. Wilderer finden hier schnell Verbündete. Wir dürfen einen Blick in die Elfenbeinkammer werfen. Das sind die Stoßzähne hunderter Elefanten. Ein richtiges Massengrab. Wer hat diese Elefanten getötet? You've got various different types of poachers. You've got ones that use poison arrows. They are not rich people. Es gibt verschiedene Wilderer. Es gibt zum Beispiel solche, die mit Giftpfeilen jagen. Sehr arme und meist ältere Menschen, 50, 60 Jahre alt, die aber den Busch sehr gut kennen. Then you have some poachers that will use a cable snare.
Dann gibt es noch die Wilderer, die mit Schlingen und Fallen arbeiten. Sie verstecken zum Beispiel lange vergiftete Stahlnägel um Wasserlöcher herum, in die die Elefanten reintreten. Then you have poachers that use firearms. They are much more. Viel schlimmer als die Bauern sind die wilderer Banden mit automatischen Waffen, die ganze Herden auslöschen. So oder so, viele Wilderer sind arme Schweine. Es ist eine extrem gefährliche Sache, Elefanten anzugreifen. Und sie verdienen wenig an dem Elfenbein. Das große Geld machen im Elfenbeingeschäft die Händler. Die machen sich die Hände natürlich nicht schmutzig. Es ist schon verrückt. Ich und meine Kollegen, wir sollen die Bauern mit den Giftpfeilen festnehmen. Und das tun wir auch. Aber trotzdem tun sie mir auch leid. Sie sind traditionelle Jäger, die versuchen, ihre Familie zu ernähren. Ganz im Gegensatz dazu die fetten Händler in ihren dicken Autos. Die tun mir nicht leid, absolut nicht. Denn die machen ihre Profite mit dem wachsenden illegalen Elfenbeinhandel. Es ist die Gier nach Elfenbein, die dafür verantwortlich ist. Elfenbein wird zwar seit Jahrtausenden gehandelt, aber eine Bedrohung für Afrikas Elefanten war es nie. Erst als die Europäer kamen. Die Nachfrage stieg und die Elefanten wurden immer weniger. Erst langsam, dann immer schneller. Plötzlich wurde die Entwicklung aber bedrohlich. Es war fast schon zu spät. Am 15. Oktober 1989 verbot die internationale Staatengemeinschaft den Handel mit Elfenbein. Weltweit, generell und ausnahmslos. Der Elfenbeinhandel war mit einem Schlag illegal. Dieser beispiellose Beschluss zeigte Wirkung. Die Märkte für Elfenbein brachen zusammen. Es war ein historischer Triumph für den Artenschutz. Aber es war vergebens. Bereits wenige Jahre nach dem internationalen Elfenbeinhandelsverbot kam es zu ersten Ausnahmeregelungen. Südafrikanische Länder verkaufen Elfenbein aus alten Lagerbeständen. Kamen früher die Käufer aus den USA, Japan und Europa, so kommen sie heute aus China. Seit dort der Mittelstand wächst, wächst auch die Nachfrage. Da man Elfenbein nicht ansieht, wo es herkommt, wird durch den legalen Verkauf auch der illegale Markt wiederbelebt. Und mit ihm die Wilderei in einem nie dagewesenen Ausmaß. In vielen Ländern kommt es zu regelrechten Massakern und Massenschlachtungen. Die Wilderer töten bis zu 600 Tiere auf einmal. Sie löschen ganze Herden aus. Denn die Wilderei ist zurück. Schlimmer als je zuvor. Der Elefant ist nur eines von vielen Tieren. Ob vor unserer Haustür oder am anderen Ende der Welt, überall breitet sich der Mensch aus und gerät in Konflikt mit anderen Arten. Alle 20 Minuten stirbt eine Tierart aus, unwiederbringlich. Im Waisenhaus lebt auch ein Nashornbaby. Das ist der kleine Solio, gerade mal 2 Jahre jung. Sein einziger Artgenosse ist der alte Maxwell. Der ist schon als Baby hier hingekommen und verbringt hier auch seinen Lebensabend. Er ist blind. Draußen würde das Nashorn keine Stunde überleben. Für das Nashorn kommt jede Hilfe zu spät, denn das Nashorn wird aussterben. Damit das nicht auch bei den Elefanten passiert, dafür kämpfen Abdi und seine Pfleger. All right. Plötzlich ändert sich die Stimmung. Wilderer haben wieder zugeschlagen. Es ist gar
gerade etwas eingetreten. Wir haben ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet. Und zwar ein kleiner Elefant ist im Busch gesichtet worden, alleine. Wir haben also jetzt unser Programm umgestoßen und werden diese Rettungsaktion des kleinen Elefanten verfolgen und mal schauen, was dann passiert. Mitten im Tsavo Nationalpark. Irgendwo hier muss das Elefantenbaby sein. Ob es noch lebt, weiß niemand. Auch nicht, ob Löwen, Leoparden oder Hyänen irgendwo lauern. Mehrere Gruppen machen sich auf die Suche. Auch die Wilderer könnten hier noch irgendwo in der Nähe versteckt sein. Das Baby ist gefunden. Es ist alleine. Und plötzlich geht alles extrem schnell. Das Baby wurde von einem Giftpfeil angeschossen und muss schnellstens versorgt werden. Denn im Busch hat es keine Chance. Wir müssen es in das Waisenhaus nach Nairobi fliegen. Noch lebt der Säugling. Er steht unter Schock. Wir müssen den Elefantenwaisen ruhig stellen. Dieser Säugling wiegt mehrere hundert Kilo. Die müssen sicher verpackt werden. Ein Elefant ist im Flugzeug ein großes Risiko. Gerät das Tier oben in Panik, wird er schnell zur tödlichen Gefahr für alle.